Bilder gut. Toll. Bin ich dumm. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses on Tour. Ne? Nein, keine Ahnung. Ich bin mit dem Witschen gerade unterwegs gewesen und wir haben was sau Spezielles entdeckt. Richtig oldschool. Kennt ihr alle noch? Kaugummiautomaten. Habt ihr bei euch auch Kaugummiautomaten noch irgendwo im Kaff, in der Stadt, irgendwo gesehen? Hier ist einer. Ne? Den haben sie aber eingesperrt. Ihr seht, er ist hinter Gittern. Da dürft ihr nicht hin. Aber wir sind ja die Muscle-Männer. Wir schieben das einfach hier zur Seite. Vielleicht kommt bestimmt einer und verprügelt uns. Aber wir wollen ja nur an den Kaugummiautomat. Oh, so, wunderbar. Jetzt können wir nämlich mal sehen, was hier steht. 10 Cent Assorted Fruit Flavor Bubblegum. Für 10 Cent. Ich will nicht wissen, wie lange die schon da drin sind. Wir machen das jetzt mal hier. Ich hoffe, da kann man was reintun. Nicht, dass das verschlossen ist. Stecken mal 10 Cent rein. Ich dreh mal. So, mach mal auf. Da! Nimm mal raus und grün. Oh, ich will grün. Das ist bestimmt Apfel. Mal gucken, was ich noch hab. Jetzt stecken wir den zweiten rein und drehen. Zack, und? Weiß. Ach toll, ich krieg einen hässlichen weißen. Hier hast du grün. Yeah, ich krieg den grün. Probier mal. Oh, voll trocken. Stein. Und da sagen die Leute immer, Pflaumenkerne kann man nicht essen oder Kirschkerne. Aber ich finde die so genial, weil die haben innen drin doch immer diese minzige Note. Das ist das Beste, was man machen kann. Wir schieben wieder das Tor zu, ne? Ah. Spaß. Nein, wir schieben das Tor wieder. Also eigentlich schieben wir es ja auf. Weil wenn man es zuschiebt, ist es ja zu. Und eigentlich schiebt man es ja auf, dass der Kaugummiautomat beschützt ist, dass nur wir da rangehen. Habt ihr auch noch einen Kaugummiautomat bei euch irgendwo? Schreibt es mal rein, das würde mich brennend interessieren. Als ich in Stuttgart war beim ISPO, habe ich einen gefunden. Da musste ich unbedingt einen Kaugummi essen. Jetzt hier auch. Jetzt weiß ich, wo ich immer hingehe, wenn ich Hunger habe. Ne? Das war es aber von unserer Seite aus. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ja, meiner war knüppelweich. Ja. Knüppelweich, das Beste. Knüppelweich gibt's nicht, oder? Es gibt nur knüppelhart. Oder weich. Deswegen wollte ich den grünen. Oh. Gut, wir nehmen noch auf. Alles gut. Tschüss.